Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinen Rezepten. Heute habe ich ein super leckeres Bananen-Tiramisu-Rezept. Es ist richtig super lecker geworden und zeige euch die Zutaten dazu. Ich habe erstmal die Creme vorbereitet. Dafür habe ich eine Packung Schlagsahne mit einem Päckchen Sahne steif geschlagen. Dann brauchen wir zwei Packungen Schmand. Ich habe zwei Packungen Schmand mit ein Päckchen Vanillezucker und 150 Gramm Puderzucker cremig geschlagen und habe eine Packung 500 Gramm Quark hineingegeben. Ich habe Magerquark genommen, ihr könnt natürlich auch den 20%igen nehmen. Fertig wäre dann erstmal die erfrischende Creme durch den Quark und wir brauchen Bananen. Es ist davon abhängig, wie groß euer Auflaufform oder Backform ist. Ich habe 4 Bananen genommen und diese schon mal in dünne Scheiben geschnitten und wir brauchen Löffel Biskuits und natürlich Kakao. Ich habe jetzt ganz normalen Kakao genommen und mit Milch vorbereitet. Die Löffel Biskuits werden in Kakao eingeweicht und in die Backform gegeben. Achtet darauf, dass sie nicht zu weich werden. Ich tauchte in Kakao ein und zähle bis 4 und nehme sie dann auch wieder raus. Einige habe ich dann einmal in der Mitte durchgeteilt, damit das auch in die Form passt. Jetzt gebe ich die Hälfte der Creme darüber, streiche das einmal glatt und gebe die Bananen darüber. Über die Bananen gebe ich dann noch eine Reihe Löffel Biskuits, die ich dann wieder in Kakao eingeweicht habe. Ihr könnt die Löffelbiskuits auch in Milch einweichen, aber mit Kakao schmeckt das natürlich besser. Jetzt gebe ich die restliche Creme darüber, streiche das einmal glatt und gebe den Kuchen mindestens für 3 bis 4 Stunden in den Kühlschrank. Am besten ist das natürlich über Nacht. Ich lasse das immer über Nacht im Kühlschrank. Nächsten Tag habe ich den Kuchen aus dem Kühlschrank rausgeholt und reichlich mit Kakao bestreut und mit Bananenscheiben dekoriert. Ganz, ganz wichtig natürlich, wenn ihr den Kuchen später essen wollt, dann würde ich auf frische Bananen verzichten. Dann könnt ihr Bananenchips nehmen oder aber kurz vor dem Servieren mit Bananenscheiben dekorieren. Jetzt werde ich den Kuchen einmal für euch anschneiden und probieren. Ich kann euch nur sagen, der war oberlecker. Ich kann euch den Kuchen mit ruhigem Gewissen empfehlen. So ihr Lieben, das wäre es dann eigentlich auch heute von mir. Ich hoffe, dass euch auch dieses Rezept gefallen wird. Ich wünsche allen, die ausprobieren möchten, viel Spaß dabei und sage Tschüss bis zum nächsten Video.